Ja, vorweg, als ich Volontär war bei Welt am Sonntag, da war, gab es einen tollen Chefredakteur und der Chefredakteur, der hieß Klaus Jacobi und der hatte eine tolle Kolumne, die hieß Das Narrenschiff. Leider ist Klaus Jacobi verstorben vor einigen Jahren, aber Das Narrenschiff, es segelt fröhlich weiter und zwar mit Volldampf über die Berliner See an Bord zahlreiche Leichtmatrosinnen und zwar vorneweg die Grünen. Beispiele gibt es zuhauf. Die Grünen, die uns täglich mit Belehrungen kommen über Veggie Days und die absolut saubere Landwirtschaft, sitzen fröhlich beim Oktoberfest beieinander in Gestalt von Ricarda Lang, Claudia Roth und Katharina Schulze. Vor sich drei Maßkrüge und eine große Schlachterplatte nach dem Motto: Für uns das Fleisch, für euch die Moral. Aber Robert Habeck, haben wir gerade darüber gesprochen, verstaatlicht das Energieunternehmen Uniper, lässt uns tagelang glauben, dass die Gasumlage nicht kommt. Und dann muss er zugeben, sie kommt doch, sonst fehlen 35 Milliarden Euro irgendwie. Und die will auch nicht Christian Lindner bezahlen. Aber warum es wirklich ist, das kann er nicht schlüssig vertreten und auch erklären. Stattdessen brüllt er die Opposition im Bundestag nieder. Das ist keine Politik, das ist reine Panik. Mein Eindruck ist, dass ein Teil der Regierung komplett abgehoben ist nach nur einem Jahr im Amt und völlig den Boden unter den Füßen verloren hat. Weitere Beispiele. In den Zügen und in Flugzeugen der Lufthansa und den Zügen der Deutschen Bahn, wo der Staat der Eigner ist, gilt Maskenpflicht. Ja, aber Robert Habeck und Olaf Scholz fliegen fröhlich nach Kanada und der eine lässt sich auch noch über seinen Instagram-Account fröhlich, freundlich fotografieren ohne Maske, weil Masken gelten für die da oben nicht. So kommt es dann auch in der Begründung für uns hier unten schon. Wir hier oben, ihr da unten, das ist die Botschaft, die sich da verbreitet. Sie lassen sich hier in hochglänzenden E-Autos durch Berlin kutschieren und nehmen schon mal so die Energiewende fahrend vorweg, während wir uns fragen, wo soll denn der Strom herkommen für all die E-Autos, die wir künftig fahren sollen und wer soll den denn bezahlen, bitte schön, von den Ladesäulen, die nicht da sind, ganz zu schweigen. Einer noch. Photovoltaik statt Gasheizung ist das neue Ding. Beschäftigt sich man ernsthaft damit, dann findet man heraus, dass sich eine Photovoltaik Anlage nach den geltenden Regeln auf einem Einfamilienhaus nach 18 Jahren rechnet. Nach 20 Jahren, also zwei Jahre später, nachdem sie sich gerechnet hat, ist sie Schrott. Also, da gibt es viele, viele Unwägbarkeiten. Das Narrenschiff auf voller Fahrt. Ich fordere Schluss mit dieser Scheinheiligkeit. Kommt zurück auf den Boden und seht zu, dass ihr die wirklichen Probleme wirklich regelt. Bela, es klang jetzt fast wie eine Rede für die linke Partei. Da würde ich Frau Warnke direkt gerne mal fragen, ob sie dich als Parteimitglied aufnehmen Nein, möchte. Das will sie das nicht, das will auch ihr Mann nicht. Und Das weiß ich gar nicht. Da sind wir uns sehr einig. Aber das Problem ist, also was ich mich frage, ist, selbstverständlich muss die Politik auch ihren Job machen. Aber was findest du denn falsch daran, wenn auch eine Ricarda Lang mal im Privatleben abschaltet auf dem Oktoberfest? Gar nichts, überhaupt nichts. Mhm. Aber es kommt ja daher, erstmal ist es eine politische Botschaft. Mhm. Die Grünen wollen natürlich in Bayern klar machen, wir haben auch Brauchtum. Das wollen sie, machen sie seit 20 Jahren sehr erfolgreich. Wir haben Brauchtum, wir sind eine bayerische Partei, wir nehmen auch die Bräuche wahr. Aber wer sich so politisch dieses zunutze macht, muss natürlich auch in Kauf nehmen, dass alles, was er macht und tut, politisiert wird. Und in diesem Fall ist das so. Wenn ich da eine fette Schlachterplatte vor mir habe und gleichzeitig erkläre, die Landwirtschaft muss darauf achten, dass sie nicht zu viel schlachtet, dann wird das Oktoberfest doch gerade von Tierschützern kritisiert, weil da angeblich, ich weiß nicht, wie viele zigtausende Ochsen jedes Jahr für geschlachtet werden, unglaublich viele Hühner. Da sind ja die Animal Rights Watcher dabei und zu sagen, die haben sogar Straßen blockiert. Das heißt, man darf nur bei der Grünen Partei sein, wenn man Vegetarier ist? Nein, man darf, aber man muss die Botschaft leben, die man auch tatsächlich dann auch verbreitet. Und man kann nicht beides machen. Man kann natürlich nach Kanada fliegen, aber Jürgen Trittin zum Beispiel, nur ein Beispiel, hat vor vielen Jahren als Minister das natürlich verinnerlicht und hat, als er mal zu einem Umweltgipfel nach Brasilien geflogen ist, Zertifikate gekauft oder kaufen lassen von seinem Ministerium, die er dann eingesetzt hat zur Reduzierung des Abgases. Das nennen auch viele Heuchelei. Ist es nicht, weil es zumindest das einen Ausgleich schafft, aber besser als ich setze mich da, ich bin für ein Veggie Day gegen die Schlachterei von Tieren, lass die fröhlich protestieren, die Grünen-Sympathisanten und setze mich da mit einer Schlachterplatte und mach hoch die Tassen auf dem Oktoberfest. Das passt auch politisch nicht zusammen. Wir fragen mal Frau Wagenknecht, sehen Sie denn da auch die Heuchelei in der Politik? Ja, das ist einfach Doppelmoral. Also auch in anderer Hinsicht. Ich meine, ich finde das toll, dass es wieder ein Oktoberfest gibt. Und ich finde es auch wunderbar, dass sich die Leute da einfach wieder normal bewegen. Weil das, was Corona mal war mit den ersten Virusvarianten, das ist eben vorbei. Also alle anderen Länder oder fast alle anderen Länder haben ja jetzt auch gesagt,
Corona ist, Amerika hat's ja jetzt auch kürzlich die Pandemie ist erklärt. Vorbei. Mhm. Aber wir haben halt einen verrückten Gesundheitsminister, der ja daran festhält, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Und wir sind durchaus nicht davor gefeit, dass Kinder in den Schulen wieder gequält werden, irgendwelche Masken zu tragen oder ständige Tests zu machen. Wir haben diese FFP2-Maskenpflicht in Zügen beschlossen. Also wir, also ich nicht, aber der Bundestag, was ja völlig verrückt ist. Ich meine, im Flieger übrigens nicht. Also die sich fliegen leisten können, seit jetzt, glaube ich, die brauchen ab Oktober ja. keine Maske ja. mehr. Und die ja. also mit dem Zug fahren, ja. ich meine, das ist ja ein Killerprogramm für den Zug. Also und das machen Grüne, die immer sagen, wir müssen doch den öffentlichen Verkehr und Zug und um Gottes Willen nicht fliegen. Also das ist vorn und hinten ganz verlogen. Und bei der Energiepolitik ja ähnlich. Ich meine, wir importieren jetzt unglaublich teures, aber auch unglaublich dreckiges Fliegengas. Waren Politiker früher anders? Das ist ja die ganz also große Frage. Also es hat sicherlich immer Politiker gegeben, die unehrlich waren. Und es hat sicher auch immer auch Korruption und alles Mögliche gegeben. Aber ich glaube, die Ausmaße, ja, die sind schon mehr geworden. Also dieser Gestus, dass man der Meinung ist, man muss das Volk irgendwie erziehen. Mhm. Also das finde ich ja sogar dann unerträglich, wenn man sich selber dran hält. Also ich meine, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich kenne unheimlich sympathische Menschen, die sind Vegetarier oder Veganer. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Was ich nicht ausstehen kann... Die sind sympathisch, obwohl sie auf das Fleisch verzichten. Ja, das ist doch für jeden. Jeder soll das machen, wie er will. Aber was ich wirklich nicht ausstehen kann, wenn dann einer sozusagen mich versucht zu erziehen oder mir irgendwie das zu verleiden, was ich esse. Und was natürlich ganz heuchlerisch ist, ist dann noch das, was Herr Ander beschrieben hat. Also wenn man selber nicht macht und dann aber sozusagen nach draußen. Und ich meine, da kommt ja auch noch eine soziale Komponente dazu. Ich glaube, das ist auch in vielen Debatten etwas, was die Leute wirklich furchtbar verärgert. Also wenn sich die dann im E-Wagen herumfahren, auch noch für die besseren Menschen halten, weil sie sich halt zum Beispiel einen tollen Tesla leisten können. Und der jetzt zum Beispiel da, wo ich wohne, auf dem Dorf mit seinem Diesel-Mittelklassewagen rumfährt, weil da fährt auch nichts anderes und jetzt sich Sorgen macht, wie er den Sprit noch bezahlt, der wird ja nicht nur sozial jetzt nach unten gedrückt, genau. ja. sondern es wird ja sogar eine öffentliche Debatte noch ja. so getan. Ja. ja gut, er ist selber schuld. Ja. Was fährt er da mit seinem Diesel? Kann sich doch auch einen Tesla leisten. Also das habe ich wirklich manchmal das Gefühl, so wie damals Marie Antoinette, also was beschweren Sie sich, wenn sie das Brot nicht mehr bezahlen können, ja, dann sollen sie sich doch Kuchen kaufen und sollen sie Kuchen essen. Also das ist eine Arroganz und das ist eine Abgehobenheit, die natürlich für die Demokratie ein großes Problem ist, weil es gibt ja immer mehr Menschen, die aus gutem Grund auch sagen, die sich dann auch ausgegrenzt fühlen. Diese Regierung oder auch manche sagen ja auch die gesamte Politik, die wissen ja gar nicht, wie es uns geht und sie wenden sich dann ab. Und ich meine, das Wesen einer Demokratie ist ja, dass Menschen politische Ansprechpartner haben, dass sie sagen, okay, die vertreten uns. Wir fragen mal hier einmal Herrn Frank. Herr Frank, haben Sie denn das Gefühl, dass die Politik Sie erziehen möchte? Ja, natürlich. Das erleben wir schon seit 20, 30 Jahren. Das Problem ist einfach, dass dieser Moralismus, der immer nur in Schwarz und Weiß einteilt, in Gut und Böse, im Prinzip auf Lebenslügen basiert. Ja, ein kleines Beispiel. Ich meine, ich kann natürlich sagen, ein Fleischesser bringt Tiere um, aber das macht ein Brotesser genauso. Wir müssen die Tiere auf dem Feld töten mit Chemie oder mit wie im Biolandbau mit Schwermetallen. Also es gibt nicht diese schuldlose Ernährung, es gibt gute Kompromisse, es gibt Qualität. Oder ich kann sagen, eine Tomate aus dem Biolandbau ist toll, finde ich auch toll, aber sie hat eine schlechtere Ökobilanz wie die Hollandtomate. Das heißt, wir brauchen die Fähigkeit, weg von der Moral über Qualität zu diskutieren. Und da sehe ich aber jetzt ein großes Problem, weil man hat sich dermaßen in diesen Moralismus reingesteigert und hat dermaßen auch Leute, Scharen hinter sich geschart, die jetzt das einfordern und sich als die Besseren fühlen, dass es jetzt also kritisch wird, wenn man sich da in der Öffentlichkeit sachlich äußert. Und das merkt man auch daran, dass diese Menschen, die dann versuchen, Sachwissen reinzubringen, zu sagen, hoppla, es ist nicht so schwarz und weiß, die werden brutal ausgegrenzt. Ja, und dann in die rechte Ecke gestellt und dergleichen, Klimaleugner und oder was immer das dann auch heißt. Und das macht mir dann schon Sorgen. Und wenn jetzt zum Beispiel auch jetzt, wenn es jetzt ans Eingemachte geht und wir kriegen jetzt ein Energieproblem und die Leute frieren und die Leute gehen pleite und sie gehen auf die Straße, dann zieht man jetzt plötzlich das... Laut dem Energiemonitor der Zeit kommen wir wohl diesen Winter vermutlich noch drüber. Aber genau, ja. Aber was man jetzt zum Beispiel macht, jetzt bringt man plötzlich ein Schlagwort mit einem Rechts, das zieht ja nicht mehr. Das ist fast schon eine Auszeichnung, wenn man als Rechts bezeichnet wird. Also das ist wirklich lächerlich. Aber jetzt heißt es Delegitimierer des Staates. Was ist das denn? Ja, und ich mache mir langsam Sorgen, dass dieser Moralismus, statt dass die Leute mal, wie Sie hoffen, wie ich eigentlich auch hoffe, dass man zur Besinnung kommen, noch eine Schippe drauflegen und das Tor zum Totalitarismus aufmachen.
Ja? Nein, wir müssen wieder von diesem moralistischen hohen Ross runter, wir müssen in die Wirklichkeit mal gucken, diskutieren und gute Lösungen finden. Und wir sind da an so einem Weg, der mir so ein bisschen Sorge macht. Herr Stör, Sie sind ja auch in der DDR aufgewachsen. Nehmen Sie denn schon Tendenzen wahr? Ja, ich war ja lange nicht in Deutschland gewesen, über 30 Jahre im Ausland, Frankreich, Schweiz, USA, wieder Schweiz. Und habe mich natürlich auch dort mit den Lebensumständen vertraut gemacht. Und ich glaube schon, dass, also ich war sehr erstaunt, als ich wiederkam und sah diese beiden Dinge auch. Die moralisierende Seite, die mich ein bisschen auch an das erinnerte, was ich in meiner Jugend und Kindheit erlebt habe. Aber auch die andere Seite, dass man natürlich seine Worte auch leben muss. Dass man einen bestimmten Kompass braucht, der für das Leben entscheidend ist, an dem man sich richtet. Und egal, ob der Wind von links oder rechts weht, seine Standards hat man und die muss man dann einhalten und dazu stehen. Und das wird natürlich jetzt immer schwieriger, weil die Politiker natürlich immer stärker im Rampenlicht stehen, immer stärker natürlich gesehen werden. Es gibt die sozialen Medien und da kann man es sich einfach nicht leisten, solche Doppelmoral dann nach außen zu repräsentieren. Das wird auf der einen Seite, glaube ich, für jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, immer schwieriger und wichtiger, sich an seine Standards zu halten und genau das zu leben, was man sagt. Und auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, dass man auch viel, viel mehr Druck aushalten muss und dann auch dabei zu bleiben. Ich beneide nicht die Politiker, die unter diesem Druck stehen, wie Habeck und andere. Das ist schon eine erhebliche Sache und viele würden dann die Flinte ins Korn werfen. Und ich hoffe, dass die Politiker das nicht machen. Aber ich hoffe auch, dass sie wahrnehmen, dass es sehr wichtig ist, dass man eben zu seinen Worten steht und seine Worte auch leben muss. Wähler, wir haben eben schon angesprochen, Politiker von früher. Man neigt ja immer zu diesem Früher war alles besser. Gibt es denn Politiker, die dir jetzt einfallen, zu denen du deine These heute nicht gebracht hättest, die sich an das gehalten haben, was sie gesagt haben und nicht geheuchelt haben? Ja, was ja neu ist, ist dieser moralische Rigorismus, der ja Wählerstimmen holt und der auch in Teilen der Gesellschaft eingefordert wird. Also ich muss ja moralisch mich überhöhen, damit ich eine Position vertrete. Sie haben darüber gesprochen, das ist in der Wissenschaft so, das ist aber auch in der Politik so, das ist auch im Journalismus so. Also diese Haltung zeigen gehört ja jetzt unglaublich dazu. Nur im Grunde wird noch alles politischer. Ich überlege gerade, während ich rede, wen ich dir da nennen kann. Ja, wir machen es mal konkret. Wir haben hier ein paar eingeblendet für dich. Konrad Adenauer, Willy Brandt. Helmut Schmidt kommt auch noch. Hier haben wir jetzt Kennedy. Also jeder von denen hat natürlich seine großen Highlights und jeder von denen hat seine auch etwas dunkleren Seiten. Konrad Adenauer hat als junger Politiker mal sehr viel Geld wegspekuliert und das ganze Vermögen an der Börse. Er soll auch die SPD ausspioniert haben, der Watergate in Deutschland. Das haben vielleicht andere gemacht auch, aber er hat auf jeden Fall sehr viel Geld spekuliert und da hat ein Bankier von der Deutschen Bank, muss man leider sagen, dann gefunden, der ihm das auf so halblegale Weise wieder ersetzt hat, dieses Geld. Der wurde auch sein Chefberater später dann in Zeiten, das war als Kölner Oberbürgermeister noch und später war er ja dann Bundeskanzler, der Mann blieb ihm dann erhalten. Also Helmut Schmidt ist ja tatsächlich dann auch so von Oskar Lafontaine damals mit der Eigenschaft erblickt worden, nicht wer sowas fordert, eben diese Sekundärtugenden, der könne auch ein KZ führen, hatte natürlich sein Köfferchen zu tragen als ehemaliger Wehrmachtsoffizier, aber hat natürlich Deutschland mit unglaublicher Stärke und Härte durch die größten Krisen geführt. Aber trotzdem würdest du keinen von denen jetzt nennen und sagen, doch, das Helmut Schmidt Beispiel. Auf jeden Fall und auch, man muss ja die Lebensleistung sehen. Ich würde auch jemanden nennen, trotz der schwarzen Kassen, fragt man sich, ob sie überhaupt gegeben hat. Dann Helmut Kohl. Ja, weil die über ihr Leben lang natürlich bestimmte Ziele verfolgt haben und sie dann aber auch im entscheidenden Moment entsprechend durchgesetzt haben. Und deswegen würde ich die beiden nennen. Mir fallen sicherlich auch noch andere ein. Willy Brandt hat natürlich eine große Lebensleistung, hatte auch schwierige Phasen. Aber das sind natürlich historische Personen, die sich im Nachhinein auch natürlich auch ein bisschen erklären. Wir machen mal ein Spiel und schauen, ob Frau Wagenknecht schneller jemand einfällt, ja, der den Ansprüchen genügen würde heute. Oder auch einer von denen, die eingeblendet wurden. Doch, ich würde schon sagen, ich meine, ich kenne ihn ja quasi nur als Kind und aus der Geschichte, aber Willy Brandt ist für mich jemand, der wirklich sehr authentisch eine Position hatte, seine Haltung zu vielen Fragen nicht vor sich hergetragen hat, moralisch aufgeblasen. Aber ich meine, er hatte ja auch eine Biografie. Ich meine, er war Emigrant, ist vor den Nazis geflohen, hat dann eben in der SPD ja auch eine wechselvolle Geschichte gehabt, bevor er dann eben auch wirklich Bundeskanzler werden konnte und hat dann Reformen durchgesetzt, die, finde ich, sehr, sehr wichtig waren, hat auch diese neue Ostpolitik. Ich meine, das war ja zu seiner Zeit, als wir die erste Pipeline auch damals mit der Sowjetunion aufgemacht haben, das nur nebenbei.
Und er war ja auch immer der Meinung, wenn man also bei allen Unterschieden, und ich meine, die damalige Sowjetunion war ja nun wirklich nicht das Modell, was irgendwie Willy Brandt erfreulich fand, dass man mit wirtschaftlicher Zusammenarbeit am ehesten noch irgendwo auch einen Gesprächsfaden hält. Also ich finde, das ist schon jemand, der eine sehr authentische und auch sehr integre Politik gemacht hat. Das heißt nicht, dass da jetzt vielleicht nicht in irgendeinem Winkel auch irgendwas war, was man finden kann. Aber er stand für das, was er auch vertreten hat. Man hatte nicht das Gefühl, der erzählt irgendwas und wenn er abends unter den Seinen ist, lacht er sich halb tot über das, was er da eigentlich verbreitet hat. Und bei heutigen Politikern ist das eben teilweise wirklich anders.